und herzlich willkommen zum heutigen etwas anderen Video. Und zwar habe ich mir eine neue Smartwatch gekauft, die ich euch auch gerne einmal vorstellen möchte. Es handelt sich hierbei um die Amazfit T-Rex 2. Auch wenn der Name T-Rex 2 bedeutet oder heißt, ist das bereits die dritte Uhr dieser Sparte. Und Amazfit hat ja schon einige Uhren rausgebracht, zum Beispiel auch die GTR-Reihe, GTS-Reihe und sowas. Und diese T-Rex-Reihe, die steht halt eher so für diese Outdoor-bewussten Leute oder die Leute, die etwas Robusteres haben wollen. Und man sieht die Uhr selbst, das ist schon ein ganz schönes Kaliber, erinnert optisch meiner Meinung nach sehr an diese Casio G-Shocks, die es früher immer gab oder die es auch heute immer noch gibt. Und habt ihr auch die ganze Zeit fleißig getragen. Man sieht hier, ist jetzt irgendwie ein Wassertropfen oder irgendwas drauf gekommen, den kann ich natürlich wegwischen. Aber das Display selber ist makellos. Gut, das wäre auch traurig, wenn es nach einer Woche jetzt irgendwie Kratzer hätte oder sowas. Aber was ich auch mega beeindruckend finde, ist, man sieht kein bisschen von Fingerabdrücken da drauf. Das liegt an dieser Beschichtung, die das hat. Also man kann hier schon rumspielen und ich war jetzt gerade in der Wanne, deswegen ist mein Finger ein bisschen feucht, aber ihr seht's, zack und alles wieder weg. Also das haben sie wirklich gut gemacht. Ja, die Uhr selber wurde insgesamt 15 verschiedenen Tests unterzogen, also nach militärischem Standard. Das Ganze nennt sich Military Standard 810G und ja, diese Tests hat sie wohl alle sehr gut überstanden. Und der Hersteller, der ist von der Uhr so überzeugt, dass er die spaßeshalber einfach mal an einem Wetterballon gehangen hat und dann in die Stratosphäre geschickt hat, also in 30 Kilometer Höhe oder 32 Kilometer Höhe war das, glaube ich. Und da war die Uhr natürlich einem gewissen Druck ausgesetzt und auch einer Kälte von, ich glaube, minus 40 Grad hat es da oben gehabt dann. Das hat die Uhr also die ganze Zeit live angezeigt. Und nachdem der Wetterballon dann geplatzt ist, ist die Uhr wieder zu Boden gefallen, konnte geortet werden durch den durch das eingebaute GPS. Und man hat dann halt gesehen, dass die Uhr nach wie vor einwandfrei funktioniert. Ausgelegt ist die Uhr bis zu 70 Grad plus, also sie kann einer extrem großen Hitze standhalten, dann bis zu minus 30 Grad hieß es früher. Mittlerweile haben sie das geändert auf minus 40 Grad, eben weil dieser Test mit dem Wetterballon gezeigt hat, dass sie auch bei minus 40 Grad Celsius noch einwandfrei funktioniert. Bis zu einer Wassertiefe von 10 ATM, das heißt also 100 Meter Wassertiefe bei flachem Meeresstand, also ohne Wellengang und so weiter. Ja, ich zeige euch das mal ein bisschen näher. Das Display, was ihr jetzt hier seht, das ist keins dieser Standard-Displays, das habe ich gekauft. Das finde ich auch eine sehr interessante Neuigkeit. Und zwar, wer die alten Amazfit-Uhren noch kennt, also die ursprüngliche T-Rex und sowas, da war es mega umständlich, das Display zu wechseln, weil man dann erst runterladen musste. Dann musste man das manuell rüberkopieren und hin und her. Und man musste irgendwie Displays austauschen, weil halt nicht genügend Platz zur Verfügung stand. Und hier ist das so easy mittlerweile. Die Anbindung ans Handy dauert vielleicht höchstens 5 Minuten. Dann wird auch schon direkt das erste Update gezogen, wenn eins zur Verfügung steht. Und danach kann man dann direkt schon mit der Uhr rumspielen. Und es stehen halt massig Displays zur, nicht Displays, sondern Watchfaces zur Verfügung. Ich glaube, aktuell sind es über 50. Die Uhr ist am 17. Juni offiziell auf den Markt gekommen. Es dauerte dann eine Zeit lang, bis die Uhr tatsächlich überall verfügbar war. Aber ansonsten, ihr seht, das Ganze reagiert sehr, sehr schnell, also sehr, sehr flüssig auch. Das Display, was man hier sieht, ist ein AMOLED-Display und zwar in der Größe von 1,39 Zoll mit einer Auflösung von 454x454 Pixel. Das ist also wirklich wunderbar aufgelöst und das Coole bei AMOLED-Displays ist halt der stabile Blickwinkel. Also ihr seht das ja, man kann von allen Richtungen drauf schauen und man kann
alles ablesen. Also das ist wirklich richtig, richtig geil. Das Display ist der Hammer, was die hier eingebaut haben. Das Ganze geht bis zu einer Helligkeit von 1000 Nits. Das ist also wirklich schon brutal hell und man kann die Uhr auch absolut problemlos draußen ablesen. Ja, was haben wir denn alles in der Uhr? Und zwar das, was mittlerweile schon fast Standard ist, ein Herzfrequenzsensor, der auch gleichzeitig den Blutsauerstoff messen kann. Dann haben wir einen Beschleunigungssensor da drin, einen Gyroskopsensor, einen geomagnetischen Sensor, also da ist ein Kompass drin verbaut, finde ich mega cool, vor allen Dingen für Outdoor-Aktivitäten. Klar, in der heutigen Zeit braucht man weniger noch einen Kompass, wenn man mit GPS unterwegs ist, aber ich finde es halt trotzdem cool, wenn eine Uhr sowas hat, weißt du. Ja, und dann gibt es halt noch den barometrischen Höhensensor. Das ist natürlich auch sehr nice, dass man immer die Höhenmeter sehen kann, die man zurückgelegt hat. Und halt den Umgebungslichtsensor, der übrigens sehr hervorragend funktioniert. Also natürlich wird die Uhr so hell angezeigt, dass man die Uhrzeit ablesen kann. Und die Helligkeit, die da automatisch gewählt ist, die hat bis jetzt auch immer gestimmt. Also selbst bei grellem Sonnenlicht wie auch in der Nacht finde ich das sehr angenehm, wie die Helligkeit da automatisch eingestellt wird. Das passt also sehr, sehr gut. Ja, was halt noch im Lieferumfang dabei ist. Ach so, was ich jetzt gerade sehe. Und zwar, das Einzige, was ich ein bisschen komisch finde, ist das Armband. Und zwar, das Ganze ist verschraubt. Und zwar seht ihr das, die Armbänder sind verschraubt. Das Ganze ist auch etwas steif, weil das Armband direkt in die Uhr übergeht. Aktuell gibt es auch keine anderen Armbänder zum Austauschen. Ich denke aber schon, dass da was kommen wird. Bei den älteren Amazfit-Uhren war es wirklich easy, die auszutauschen. Manche hatten halt dieses Schnellwechselsystem, manche wurden halt verschraubt oder gesteckt. Hier haben sie sich halt fürs Schrauben entschieden. Ich habe in einer Bewertung auch gelesen, dass sich die Schrauben mit der Zeit lösen. Kann ich jetzt nicht nachvollziehen, zumal ich nicht verstehe, warum sich die gelöst haben sollen. Denn das Ganze ist mechanisch so fest verschraubt, also hier ist ja gar keine Achsenbewegung drin. Ich werde das mal beobachten. Wie gesagt, ich habe die Uhr jetzt seit etwas über einer Woche und bei mir ist da jetzt das noch nicht festzustellen. So, was ich vorhin sagen wollte, ist die Art und Weise der Akkuladung und zwar diese beiden Magnetpole, die da auf der Rückseite sind. Das ist dieses Ladesystem. Ist halt schade, dass das nicht so wie zum Beispiel bei Samsung, wie heißt das? Naja, ihr wisst schon, wo man die Uhr einfach hinlegen kann und dann wird die aufgeladen. Und hier ist es so, das Ganze wird magnetisch gehalten. Ja, hält doch tatsächlich recht gut. Ja, bis zu einem gewissen Grad halt. Die Ladezeit der Uhr dauert etwa 2 Stunden. Also nach 2 Stunden ist die Uhr komplett aufgeladen. Und das Wahnwitzige dabei ist, die Uhr hat eine reguläre Akkulaufzeit von 24 Tagen. Also ich meine, ich komme von einer Samsung Galaxy Watch oder Samsung Watch 2 hatte ich, die 3 hatte ich. Und da war es so, die Akkulaufzeit, die war vielleicht bei 2 Tagen ungefähr. Bei der Samsung Galaxy Watch 4 ist, glaube ich, die Akkulaufzeit bei einem Tag angegeben. Und deswegen hatte ich mich auch beim Kauf gegen diese entschieden. Die Samsung Watch ist eine richtig geile Uhr. Also die 2 und die 3, das waren wirklich coole Uhren. Und ich habe jetzt die letzte, die ich hatte, meinem Sohn vererbt, weil ich mir halt eine neue holen wollte. Und ich habe schon lange mit der T-Rex Pro, das ist der Vorgänger der 2, geliebäugelt, eben wegen der fantastischen Features, was die alles bietet. Ja, und kommen wir mal zurück zur Akkulaufzeit. Wie gesagt, 24 Tage reguläre Akkulaufzeit, bei intensiver Nutzung immer noch 10 Tage. Und das richtig Krasse ist, im Energiesparmodus, also dann wird alles quasi auf Low geschaltet, bis zu 45 Tage, das ist der Hammer. Also finde ich mega cool. Also selbst wenn der Hersteller da übertrieben hat, ziehen wir einfach mal 20% ab, dann wären wir immer noch bei 36 Tagen, was die im Akkusparmodus schafft. Über einen Monat, das ist
wirklich, wirklich geil. Dann, was auch noch sehr stark ist, ist die GPS-Ortung. Das Ganze läuft über 5 verschiedene GPS-Ortungssysteme. Also die nennen sich zum einen GLONASS und GPS, das kennt man ja. Dann gibt es halt zusätzlich noch Baidu. Dann gibt es noch Galileo. Galileo ist vielleicht auch recht bekannt. Und dann gibt es einen, der sagt mir jetzt persönlich nichts, und zwar nennt er sich QZSS. Weiß ich nicht genau, was das ist. Aber diese 5 verschiedenen Ortungssysteme stehen halt zur Verfügung. Und es gibt einige Tests dazu oder Videos, die ich gesehen habe, die zeigen, dass der GPS, dass das GPS-Tracking wirklich sehr, sehr ordentlich funktioniert. Und die wurde verglichen zum Beispiel mit einer Apple Watch und auch mit einer Samsung Watch. Und die Abweichungen, die waren halt so minimal, dass man einfach sagen muss, das unterliegt dem, einer gewissen, Moment, ich muss den Kompass schnell kalibrieren. Das unterliegt halt einer gewissen Toleranz. Also man kann jetzt nicht genau sagen, welche Uhr da genauer war, ob es jetzt die Apple Watch war oder die Samsung Watch oder eben hier die Amazfit. Aber das Ganze ist schon wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Es gibt auch die Möglichkeit, sich zurückführen zu lassen. Wenn man sich auf eine Wanderung begeben hat, dann startet man halt das Tracking und ab einem gewissen Punkt kann man sich dann wieder zurückführen lassen. Das habe ich allerdings noch nicht kalibriert, also das muss ich tatsächlich noch alles machen, weil ich habe den Höhenmesser bis jetzt noch nicht kalibriert gehabt, weil ich dafür halt eine genaue Höhenangabe brauche, um dem zu sagen, du bist jetzt auf der und der Höhe, und das habe ich bis jetzt tatsächlich noch nicht geschafft zu ermitteln, wo wir, auf welcher Höhenlage wir liegen aktuell, um der Uhr zu sagen, das und das wäre halt der Standard. Was ich auch dazu sagen muss, die Uhr ist jetzt gerade erst seit, ich glaube seit ungefähr 4 Wochen regulär auf dem Markt, tatsächlich verfügbar seit ungefähr einer Woche, und es werden da wirklich fleißig Updates nachgeschoben, und ich denke mal, so kleinere Fehler werden da noch ausgebügelt werden. Ja, Alarmkalender, also von den Möglichkeiten hier, Notify for Maps habe ich mir im Nachhinein runtergeladen, also es gibt jetzt auch so einen kleinen App Store von Amazfit, weil das Betriebssystem ist Zepp OS, und die App, die man benötigt, nennt sich auch Zepp App, die auf dem Smartphone installiert wird. Und da gibt es mittlerweile so einen kleinen eigenen App Store, wo man ein paar wenige Apps runterladen kann. Also das ist jetzt noch nichts Besonderes, aber das Ganze ist jetzt auch noch am Anfang. Und da wird halt wahrscheinlich noch mehr dazukommen. Den Rechner habe ich mir nachträglich installiert. Ja, also wie gesagt, wirklich eine mega, mega geile Uhr. Die Uhr habe ich jetzt seit 3 Tagen nicht mehr aufgeladen, und ich weiß nicht, ob man das sehen kann, der Akkustand ist immer noch bei 84%. Dieses Watchface habe ich mir übrigens gekauft für 3,59 Euro, glaube ich. Es zeigt das Wetter an, es zeigt den Wetterverlauf an, beziehungsweise Sonne, Regenschirm, Regen natürlich, weil es nur am Regnen ist. Nachrichten würden angezeigt werden, die Uhrzeit, hier sind die Schritte, Kalorienverbrauch, Herzrate, PAI habe ich mir selber noch nicht eingerichtet. Das zeigt wohl irgendwie den Trainingsverlauf oder irgendwas an, ich weiß es nicht genau. Dann hier unten der Akkustand, und GPS ist ebenfalls angezeigt. Finde ich ein sehr nices Display, und für die 3,59 Euro waren es, glaube ich, das kann man sich mal erlauben. Es gab auch noch viele andere coole Displays, die man, also diese Watchfaces, entweder direkt hier auswählen. Das sind halt die ohnehin schon standardmäßig dabei sind. Und alternativ kann man auch über den App Store gehen. Den zeige ich euch auch nochmal kurz. So, das ist jetzt diese Zepp App. Man sieht, hier wird direkt wieder was aktualisiert auf der Uhr. Man sieht also in der Zepp App die Strecke, die man gelaufen ist, beziehungsweise die Schritte, die man gelaufen ist, den Schlaf Rhythmus wird aufgezeichnet, Herzfrequenz. Insgesamt stehen, ich glaube, über 150, ich glaube 158 Sportmodi zur Verfügung, wo die Uhr automatisch einstellt, wie sie am besten nachzählt. Ja gut, hier kann man halt das Gewicht und alles einstellen, wie auch die Größe, damit die Uhr auch wirklich zuverlässig
ja, die Werte ermitteln kann, ohne da irgendwie raten zu müssen. So, jetzt gehen wir mal kurz auf die Uhr. Gesundheitsüberwachung. Hier ist halt, wie gesagt, dieser App Store. Es gibt ein paar wenige Apps. Dann direkt darüber ist die Ziffernblatttheke. Viele Watchfaces kann man kaufen. Viele sind auch kostenlos. Das Ganze ist hier so katalogisiert in verschiedene Gruppen. Hier seht ihr es, da sind einige kostenlos. Wieder andere kosten 1,99. Das, was ich gekauft hatte, war hier mit 2,99 Euro angezeigt. Tatsache ist, da kommt natürlich noch die Mehrwertsteuer drauf. Dann war man bei 3,59 Euro. Ich meine, wegen den 60 Cent wollte ich jetzt nicht rummachen, aber ich fand es halt komisch, dass die Werte so differenzieren. Aber so ist es halt leider. Aber wie gesagt, die App funktioniert auch einwandfrei. Hier unten kann man sich auch noch den Kalender einstellen oder Aufgabenlisten, Alarm und sowas alles. Hier ganz unten findet man halt die Systemaktualisierung, ob ein Update zur Verfügung steht. Jetzt gerade nicht. Aktuell ist die Versionsnummer 9.19.15.2. Mal schauen, wann da was Neues kommt. Ja, und das war halt die Amazfit T-Rex 2. Wie gesagt, also ich bin sehr davon begeistert. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze noch weiterentwickeln wird. Vom Tragegefühl her ist die mega. Also wie gesagt, ich komme vor von einer Samsung Watch, die natürlich komplett aus Metall besteht und auch ordentlich Gewicht hat. Hier hat man eher das Gefühl, das ist irgendwie so, ja, hört sich jetzt ein bisschen böse an, aber als wenn es wirklich Plastik wäre. Das Ganze ist aber recht stabil. Also die sind da sogar mit dem Gabelstapler drüber gefahren und das Gehäuse hat nichts abbekommen. Und die Uhr wiegt so komplett, ich glaube 67 Gramm. Also das ist wirklich nichts. Ja, absolut beeindruckend. Natürlich mit Gorilla-Glas hier vorne geschützt. Und ja, es gibt halt wirklich viele, viele Tests, wo die eingefroren wurde im Kühlschrank und dann freigeschlagen wurde und dann funktionierte oder wo sie mit ihr tauchen gegangen sind. Und ja, die Uhr hält wirklich einiges ab. Und was ich halt wirklich cool fand, war halt dieser Kompass, der verbaut ist, dann halt der Höhenmesser und natürlich die Zuverlässigkeit des GPS. Das sind so die Faktoren, die ich wirklich interessant fand. Und natürlich diese brutale Akkulaufzeit. Also selbst wenn der Akku, wenn es schlecht läuft und der Akku hält nur, ich sag mal, 5 Tage, dann ist es immer noch 2,5 Mal so lang wie von den meisten gängigen Smartwatches, die es jetzt aktuell auf dem Markt gibt. Und ja, also finde ich schon super. Und sollte mir halt was Negatives auffallen, dann würde ich halt nochmal so ein kleines Update dazu drehen. Aber bis jetzt ist halt die Erfahrung nach einer Woche absolut positiv. Wirklich eine sehr tolle Uhr. Und ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. In dem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Falls ihr euch die Uhr holen wollt, viel Spaß damit. Es ist wirklich eine tolle Uhr. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, ciao.